Im Jackpot für die nächste Ziehung befinden sich 340.000 Franken. Und nun zur Verwendung der Swisslos-Beiträge, heute am Beispiel der Kulturfonds von Swisslos. Ich heiße Nicole Bauermeister und bin die Direktorin der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. Es ist uns wichtig, einen neuen Zugriff zur Kultur, Kunst und Architektur zu vermitteln. Wir möchten auch zeigen, dass Kultur überall ist und dass wir sie täglich erleben. Universität 1903 von Alfred Hotler und Eduard Jun. Swiss Art to Go ist eine App, die Kultur modern und zeitnah vermittelt. Im Nordteil des Mittelmaus-Treppenhaus, im Südteil Repräsentationsräume. Sie bietet die Möglichkeit, zu jeder Zeit die Schweizer Kultur zu entdecken und schätzen zu lernen. Mit dieser App kann man einem vorgegebenen Rundgang folgen oder ein selbst ausgesuchtes Gebäude besichtigen. Dank Swisslos war es möglich, diese aufwendige App herzustellen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert.